Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärte, dass As-Sabr, die Geduld, das Beste ist, indem er sagte: وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Und wenn ihr geduldig seid, dann ist das das Beste für die Geduldigen. Ein weiterer Hinweis auf die Wichtigkeit der Geduld ist, dass Allah Azza wa Jal einen gewaltigen Lohn vorbereitet hat für die Geduldigen. Allah sagt: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und wir werden den Geduldigen es vergelten, eben das Beste, was sie getan haben. Also mit dem Besten, was sie getan haben. Also sie werden einen gewaltigen Lohn bekommen. Und Allah sagt: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Die Geduldigen werden ihren Lohn erhalten, ohne es zu erfassen, also ohne eine Grenze zu erkennen. Also es ist ein unfassbarer Lohn, also ein gewaltiger Lohn, dessen Ausmaß niemand kennt. Und deswegen Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah im heiligen Hadith sagt: Das Fasten ist für mich und ich belohne dafür. Er hat also keine Grenze des Lohnes erwähnt, oder er hat nicht erwähnt, wie viel. Warum? Weil eben Fasten eine Form des Gedulds ist und Geduld wird vergolten von Allah Azza wa Jal. Er wird belohnen, ohne es zu erfassen, also ohne dass der Mensch diesen Lohn erfassen kann.